Ich sehe aber auch nichts. Also, keine Leiter. Achso, kann man da vielleicht... Oh, ich bin so gut. Kann man da vielleicht draufschießen? Normalerweise würde es kaputt gehen. Das ist dem Spiel aber egal. Und nur? Öffnen. Da muss hier irgendwo ein Hebel sein. Hier ist auf jeden Fall erstmal eine Treppe. Lass mich raus. Lass mich raus. Huch, Hund. Ich glaube, hier kommt ein Hund nach. Huch. Ach nee, er will zu mir. Hallo, Hund. Zu dir will der? Das ist gut. Hund, wenn du stillhalten würdest, könnte ich dir was geben zum Spielen. Es ist bleihaltig und ziemlich tödlich, aber okay. Ja, genau so stehen bleiben. Ja. Oh Mann, warum muss ich denn jetzt so hoch? Mann. Hinter dir ist auch noch ein Hund, ne? Bist du hässlich. Aua! Und ziemlich tödlich. Ist hier am Rummeckern. Ach, hallo. Drei Gewehrschüsse. Die des Wahnsinns. So, hinter mir ist auch noch ein Hund, das sagst du. Könnte jetzt sein, dass ich sterbe. Warum? Ich habe nur noch ganz wenig Energie und da ist ein Hund, der mich stillhalten will. Und wenn der genau denselben Scheiß macht wie der andere Hund, dann habe ich ein Problem. Soll ich dich aus dem Kasten rauslassen oder? Warte mal. Hund kaputt. Wenn du die Möglichkeit hast, dann lass mich raus. Und jetzt sind die Hunde anscheinend weg. Die Gewehrmunition und dann verpiesel ich mich mal da. Wo düst du denn jetzt hin? Ich weiß es nicht. Jetzt gehe ich hier wieder runter. Oh, Dennis hat sich irgendwas Geiles in der Mikrowelle gemacht. Das riecht voll gut. Oh, ein grünes Kraut. Oh, ich kann es nie mitnehmen. Wie kommen wir denn jetzt wieder zusammen hier auf einen Nenner? Hallöchen. Da oben. Achso, du kannst die Leiter runter hochnehmen, ne? So. Welche so, Leiter? So wie ich hochgekommen bin. Achso, da hinten. Ja. Dann finden wir vielleicht auch noch den Grund, warum die Musik immer noch läuft. Wahrscheinlich, weil hier irgend so ein Spacko rumsteht. So, Ich hätte ein Erste-Hilfe-Spray. Ich hätte ein rotes und ein grünes Kraut. Ich nehme mal das hier. Dann kannst du rot und grün kombinieren, das ist auch nicht schlecht. Ein Controller. Ach guck mal, da läuft. Da ist einer. Ein Dicker. Der ist ganz schön schnell, der Dicke. Dafür, dass er so dick ist. Da kommt aber noch einer. Was ist das jetzt mit dir? Das war's mit dem. Da oben. Ja. Achtung, der kommt von oben. Oder auch nicht. Laufen, warum bleiben die liegen? Das macht mir Angst. Die blubbern nicht weg. Weiß ich nicht, aber sie haben jeweils einen Juwelenarmreif hergegeben, also gehe ich mal davon aus, dass das. Ist hier hinten irgendwas? Bist du schon hinten lang gegangen? Definiere hinten. Nee, da noch nicht. Da will ich nicht lang. Da müssen wir wahrscheinlich lang, aber das will ich nicht lang. Ich geh mal nach unten, da liegt nämlich noch was. Der Gegner. Kann man einfach so hochspringen? Nee. Ich weiß nicht, ob man da hochspringen kann, aber man kann diese zwei Dinge auf jeden Fall so nach oben bewegen, so wie du das gerade gemacht hast. Achso. Also wenn ich mich hier drauf stelle, kannst du das eventuell hochschießen? Wenn du dich aufs andere stellst, kann ich dich nach oben befördern. Dann machen wir das mal. Synchron. Warte mal. Ja, muss nicht synchron sein, aber. Ich schick dich mal nach oben. Liegt da was drunter? Nee, jetzt mach du mal. Voll daneben, ey. Da liegt auch nichts drunter. Okay, da ist eine Kiste.
Kisten sind schön, in Kisten ist häufig was drin. Mhm. Auch Schlangen zum Beispiel. Das auch, ja. Was machen wir denn mit den zwei schönen Kisten hier unten? Da ist ein Hund bei dir. Ich sehe es. Weg ist er. Weg? Okay. Na, er ist nach unten gefallen. Da läuft er jetzt auch rum. Da, wo ich ihn nicht treffen kann. Gewitzter Bastard. Bleib stehen, Mensch. Hund. Muss ich die halt in den Rücken schießen, ne? Ich hol mal hier unten die zwei Kisten, die hier so einsam stehen, ne? Ja, dann musst du ganz nach unten dann. Ja. Frage ist, ja, noch ein Hund. Ja, wie komme ich denn hier runter? Pistole, Munition. Ich kann hier hinten weitergehen. Ich weiß allerdings nicht, wie sinnvoll das ist. Hm. Da ist ein Dings für einen Knopf. Achso, das. Ich habe jetzt. Ui. Kannst du mir das runterschießen? Oh, scheiße. Du kannst, wenn du zurück an den Anfang gehst, da wo der Silber angefangen hat, da habe ich jetzt einen Weg frei gemacht. Achso. Da kam jetzt mal ein Hund gerade entgegen. Nicht so schön, aber. Wir machen den Weg frei. Da kann man jetzt zumindest mal durchlaufen. Da leckt doch was. Bist du unten? Ich bin unten, ja. Ich glaube, wenn ich hier runtergehe, dann ist aber nee, anders. Pass mal auf, da geht's doch nicht durch. Da ist nur ein Geheimnis. Da gibt's Goldbarren. Geheimnis. Okay, also das geht nicht. Dann. Gehe ich mal nach oben, damit ich dir das runterschießen kann. Bitte. Ich könnte natürlich auch auf die andere Seite gehen, aber das. Ich weiß halt nicht, ob du da weiterkommst dann, ne? Aua. Mir egal. Na, da hinten ist eine Leiter. Sieht so aus, als kämpfst du da weiter doch. Kannst du auch wieder hochschießen? Natürlich. Das wäre aber ganz praktisch, denke ich. Ja. So, dann gehen wir mal da runter. Schauen wir doch mal, was da. Ach, da steht noch ein Hund. Ich möchte hier nicht runter. Die Musik, ich mag die Musik nicht. Hund! Da ist noch ein Hund. So. Hier waren hoffentlich okay. Nur zwei Hunde. Hund ist tot. Der erste auf jeden Fall. Was hast du, ob da noch einer kommt? Oh, Hund! Oh, oh. Hoch. Auf auszuweichen, du Töle. So. Hundi macht jetzt hier unten seine Spirenzchen. Wo ist er denn hin? Also ich habe zwei Hunde abgeschossen. Ich hoffe mal, dass da ein Hund dabei war. Okay, ich glaube, ich habe den richtigen Weg gefunden. Ach, guck mal, zwei Hündchen. Da könnte ich doch glatt mal. Da habe ich wenig Munition, das ist ja unschön. So, seid ihr beide tot? Ja. Ja. Achso, du hast das auch noch gesehen. Hier ist die Tür. The door. Kommt man. Achso. Kriegt man aber nur zu zweit auf, mal wieder. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ist ja gut. Ich hab, jetzt mach mal hier nicht so einen Stress. Verschossen. Stress? Meinst du etwa so? Come on! Okay. 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 Tja, nur dafür, dass wir jetzt so langsam da gemacht haben, ging das doch eigentlich ganz okay. Ja. Speicher. Jetzt haben wir hier wieder einen kleinen Puff, ey. Eine grüne Pflanze. Maschinenrevolution. Ist ja alles für dich. Kombinieren. Oder bist du voll? Jetzt nicht. Also jetzt schon wieder, aber. Jetzt wieder. Dass er diese kleinen komischen Ampullen da nicht stacken kann, ne? Ist der Wahnsinn. Ja, das ist typisch Resi, ne?
Aber dann 110 Munition mitnehmen, ist klar. 110 Munition in der Pistole stecken haben. Magazin bis auf den Boden. So, hier geht's nach unten. Will ich da runter? Nein, bleibt keine andere Wahl. Hallo. Hui. Keiner da. Keiner da? Hm. Ist auch besser so. That won't be a problem. Once he knows we're here, he'll find us. And how do you know that? Let's just say we have a history together. He's not the type to let grudges go. Hmm. You must have done something to really piss him off. It goes a bit beyond just pissing him off. So, are you going to tell me what happened? Maybe. But not until after we put an end to all this. Deal? Guck mal, ein Waffenkoffer. Okay. Was ist denn da drin? Was ist das denn? Jackhammer oder sowas? Jailbreaker. Dann wäre ich voll bis oben hin. Aber ich hätte dann... Ja, komm, ich nehme die mit. Ich meine, ich habe ja Dings mit. Schrotgewehrmunition, die habe ich ja vergessen. Hm. Soll ich dich gerade mal ein bisschen heilen? Wenn du die Munition aufnehmen möchtest, gerne. Ja. Nutzen. Sehr nett. Ein bisschen. Aber reicht ja. Ja. So, was haben wir denn hier? Ach, da gibt es wieder was zum Lesen. Ich werde wahnsinnig. Ach, wir müssen zu zweit öffnen. Was ist das denn für eine Tür? Freeze! What's going on here? Nothing that concerns either of you. We're not giving you an option. Now spit it out! Tell us what we want to know and you won't get hurt. Where's Wesker? If you can behave yourselves, maybe I'll tell you. Give her that much. What's this? Chris, is this... Whatever it is, Excella seemed protective of it. Ja, zwei Optionen. Entweder ist das der Virus oder ist das Gegenvirus. Okay. Untersuchen. Er ist angeschlossen, funktioniert aber nicht. Wahrscheinlich ist er gesperrt. Kann man hier noch mehr Sachen untersuchen? Blumen vielleicht, ne? Guck mal, hier kann man den PC einschalten. Noch grünes Kraut. Schon wieder diese Blumen, an denen kann man doch gar nicht so lange herumforschen. Ja, denkst du. Die sehen schön aus. Denkst du, Donkey Kong? Gewehrmunition, ich mach gleich mit. So, dann schalten wir mal einen PC da hinten an, ha? Blieb. Tagebuch des Tricell-Forschers Miguel Nummer 2. 8. Mai. Momentan arbeiten wir an der Entwicklung eines Virus, das das Potenzial der G- und T-Veronica-Viren noch übertreffen soll. Wir müssen extreme Mutationen, geistige Verkümmerung und die Instabilität des Virus verhindern. Uns wurde gesagt, dass wir uns keine Sorgen um die Abstoßraten machen sollen, aber selbst die Lösung dieser drei Probleme stellt eine Herausforderung dar. Natürlich ist das nur für normale Forscher ein Problem. Ich stehe schon kurz vor der Lösung zweier Probleme, aber das dritte ist etwas schwieriger, also werde ich wohl Alternativen ausprobieren müssen. Manchmal bin ich von meiner eigenen Genialität überrascht. Tricell kann sich glücklich schätzen, einen so intelligenten Mitarbeiter wie mich zu beschäftigen.